Frerik, so ein Strandspaziergang kann so entspannend sein. Jetzt bei dem neuen breiten Sandstrand kann man in Gefilde vordringen, in die man vorher nicht kam. Da steht nun das monumentale Bauwerk, unter dem man ohne sich zu bücken hindurchkommt. Und wer dabei nicht nur nach unten guckt, sondern auch den Blick nach oben richtet, bemerkt unübersehbare Schäden in der Brückenkonstruktion. Das einstige Prestigeobjekt und stolze Aushängeschild des Ostseebades rottelt seit 3 Jahren ungenutzt vor sich hin. Der ein oder andere Bürger fragte sich schon besorgt, warum kann man diese schöne, aber zu kurze Brücke nicht benutzen? Und hier nun aus diesem Winter ein paar einschlägige, objektive und für jeden sichtbare Fakten. Betonausbrüche, Korrosion der Bewehrung, gefährliche Risse im Beton. Vermutlich liegt hier schon ein Statikproblem vor. Gleich nach der Errichtung war man noch guter Dinge, dass hier irgendwann mal ein Fahrgastschiff anlegen wird. Aber dazu ist es nie gekommen. Die Brücke ist zu kurz und steht wahrscheinlich auch am falschen Standort. Und so wird sie wohl als klotzige Ruine eines Tages dem Abrissbagger zum Opfer fallen.